Also ich kann gerade nicht so viel machen, wie ich eigentlich wollen würde, ne? Also. Ich kann mich auch nur in diesem kleinen Viereck bewegen hier gerade. Das ist das, was mich gerade ein bisschen stört. Wir haben es. Ich verstehe gerade gar nichts mehr. Was war das, verdammt? Und? Wir haben die Karte. Wie viele? Mindestens ein halbes Dutzend. Wir brauchen sie nicht alle. Wir sollten auch einen gewissen Schwund voraussetzen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass noch alle funktionieren. Wenigstens zwei befinden sich auf Landmassen, die es gar nicht mehr gibt. Wir schicken Teams zu allen Standorten und finden es heraus. Immerhin brauchen wir nur einen. Und der Rest? Sammeln Sie sie ein. Wir dürfen nichts dem Zufall überlassen. Das Letzte, was wir brauchen, ist ein verdammter Überlebender, der in der neuen Welt Ärger macht. Der Assassine? Wir haben, was wir brauchen. Töten Sie ihn. Halt! Sie wissen, wie die Dinger funktionieren. Wir können da nicht einfach reinspazieren. Was meinen Sie? Wir könnten ihn noch brauchen. Seine Erinnerungen. Ich empfehle, ihn festzuhalten, bis wir sicher sind, dass uns an den Fundstellen keine Überraschungen erwarten. Das ist Zeitverschwendung. Sie haben es doch selbst gesagt. Wir dürfen nichts dem Zufall überlassen. Also gut. Stellen Sie sicher, dass wir ihn nicht mehr brauchen. Dann töten Sie ihn. Gut. Untergraben Sie meine Autorität nicht. Ich habe Ihnen den Arsch gerettet. Gehen wir. Wir haben noch viel zu tun. Machen Sie es sich nicht so gemütlich. Wir kommen bald genug auf Sie zurück. Und was zum Teufel ist das? Okay, jetzt müssen wir mal überlegen, kurz hier. Ich weiß nicht, ins Bettchen oder so, das ist Quatsch, ist das. Also ich bin etwas überfragt, gerade so ein bisschen, wo ich gerade hin muss. Oder hin soll, oder ich weiß es nicht. Tür auf, Mann, war auch raus. Okay, das ist wie so eine Konferenz oder sowas. War der immer schon da? Ich weiß es gar nicht genau. Also ich bin echt gerade ein bisschen überfragt, wo ich jetzt hier gerade hinlaufen muss, ne? Oder so, also. Ich komme ja ein bisschen einfach mal hier. Irgendwas war ja irgendwo. Thank you.
Okay. Aus wie eine Spinne. Ich verstehe das Ganze noch nicht so ganz. Das ist mein Problem, was ich gerade habe. Huch. Häng ich fest. Ich will mal gucken, ob man das lesen kann, was da drauf steht hier, aber ich glaube nicht. Okay, der Pfeil zeigt in die Richtung auf jeden Fall schon mal. Ich verstehe es noch nicht so ganz. Das ist mein Problem, was ich habe. Verzeihung. Ich glaube, ich bin gerade ein bisschen zu blöd, irgendwie das zu schnallen irgendwie hier oder so, aber. Kann die irgendwo mit irgendwas interagieren hier irgendwo? Nee, ne? Sieht aus wie... Ist das Blut? Wen zum Teufel haben die vor mir hier festgehalten? Und was ist mit ihm passiert? Was hat das zu bedeuten? Okay. Eieieiei, Freunde.
Tja. Nachdem jetzt hier die Namen wunderschön durchraddern und ihr mich vielleicht nicht hören könnt durch den Krach, den dieses Intro, das Outro, dieses wunderschöne Textfeld hinterlässt, ich hätte da noch die Klappe noch, bis es durchgelaufen ist, und dann werde ich euch dann mal kurz abschieden, nochmal, wie es sich gehört für uns. Wow, was soll ich kurz eigentlich sagen? Außer, dass ich echt vom Ende ein bisschen geflasht bin von allem. Das ganz echt. Ja. Aber am Ende, dieses Ende reicht mir irgendwo, ehrlich gesagt. Okay, unser Miles, Desmond hat irgendwie überlebt. Ja, schön, aber irgendwie ist mir das alles ein bisschen zu ausfüllt, ja noch, ehrlich gesagt. Also, ja, dieses Ungewisse jetzt noch von wegen, wer jetzt da vorher war und wie es nun weitergeht, weil das dieses unausgeführte, dieses Gefühl von nicht zu wissen, was weiter, wie, wo, hin und her, ne? Das regt mich gerade echt auf, ne? Entschuldigung, aber es ist leider so. Im groben Grinsen hat es echt Spaß gemacht zu spielen, dieses Spiel. Wir haben eine Menge mitgemacht gehabt, wir haben eine Menge auch stehen lassen, wir haben auch nicht alles durchgemacht, wir haben die Story überhaupt nicht durchgepaukt, die ja schon echt schwer genug war. Ich habe mich auch oft noch saudumm angestellt, das weiß ich, aber ganz ehrlich, und so ist mir jetzt ein bisschen krass unausführlich das Ende. Ich würde auch gerne den Abspann hier quasi abbrechen, so langsam, ne? Aber hey. Wie gesagt, wie sag ich's am besten? Wir haben erfahren, dass irgendwas da sein muss, quasi, dass irgendeiner noch da sein soll, dass es noch mehr Assassinen-Schutzpunkte gibt, dass es irgendwelche Schutzpunkte geben soll, die gefunden werden müssen, die ausgerottet werden, oder ich hab keine Ahnung, aber okay, wir dürfen nochmal spielen. Das ist die Frage. Warte mal. Das ist die Frage. Wow, also hier, dieses Ende ist. Es ist. Ja, keine Ahnung, ne? Also, es ist mir echt. Irgendwie ein bisschen. Hoch. Ich würde doch gerne irgendwie hier irgendwie rauskommen oder was? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht mal, was wir jetzt machen müssen. Müssen wir da irgendwo rauskommen hier oder war es jetzt schon das komplette Ende jetzt? Dieses Bild angucken und dann war es das oder wie ist das? Ich weiß es echt nicht. Ich bin da echt ein bisschen überfragt. Es leuchtet, ja, aber schön, Freunde, aber ich bin echt ein bisschen überfragt gerade noch. Und wenn ich jetzt hier gerade ein bisschen irgendwie hinterherhängen oder ich hab keine Ahnung. Ich habe das Gefühl, noch irgendwas tun zu müssen. Wir legen uns ja mal drauf, gucken, was passiert. Hä?
Ja, wir könnten jetzt natürlich alles nochmal durchmachen quasi, wo wir wirklich alle Geschichtsdinge machen. Aber ansonsten haben wir alles soweit durch. Also sind wir wirklich fertig anscheinend. Deswegen, Freunde, sage ich nochmal wirklich, wo wir jetzt hier schon mal liegen, herzlichen Dank fürs Zusehen, fürs Mitmachen, fürs Dabeisein. Ein Spiel, das uns echt ein ganzes, echt Ewigkeiten gefesselt hat, kann man gar nicht anders sagen. Aber sie haben auch Ewigkeiten viel Pause und Blödsinn gemacht nebenbei und ich habe mich auch nicht immer klug angestellt dabei. Was ich aber auf jeden Fall sagen kann, ist, ich hatte Spaß daran gehabt und hätten wir wirklich hintereinander durchgepowert, wäre es auch schon längst fertig gewesen. Wir haben uns ein bisschen Zeit gelassen damit, das ist richtig. Ich bin vom Ende noch nicht, ich sagte, das Ende füllt mich nicht so hundertprozentig aus. In diesem Sinne, Freunde, sage ich wirklich herzlichen Dank fürs Zusehen, fürs Mitmachen und fürs Dabeisein. Wir hören und sehen uns im nächsten Video, im nächsten Let's Play, im nächsten was auch immer. Bis dahin, ciao, euer Razi. Tschüss.